Als er im Dezember den Telestar erhält, den Unterhaltungspreis von WDR und ZDF, hat Hans Rosenthal 3 Monate Krankenhaus und mehrere Operationen hinter sich. Die Presse saugt fast täglich Schlagzeilen aus seinem Leiden. Wie die OP verlief, wie es sich nun lebt, ohne Magen, dass er auf 57 Kilo abgemagert ist, dass die ewige Anspannung und Rastlosigkeit sicher Gründe für die Krankheit sind. Liebe Freunde zu Hause, liebe Freunde hier, Sie sehen mich sehr erleichtert aus zweierlei Gründen. Einmal, weil ich heute hier stehen kann. Zum Zweiten merken Sie selbst, wie sehr ich erleichtert bin. Aber was macht eine gute Frau? Die hebt selbst Smokings auf und lässt sie 10 Jahre im Schrank. Dann passen sie wieder. Sie sehen, ich habe großes Glück gehabt. Und lassen Sie mich noch ein Einziges sagen. Sie merken, ich bin wieder da. Hier oben ist alles in Ordnung. Das andere wird auch in Kürze kommen. Aber etwas möchte ich sagen. Als ich im Krankenhaus lag und auch danach, und man sieht die Kollegen auf dem Bildschirm, und ich habe, wenn ich konnte, viel ferngesehen, dann dachte man, wirst du wieder dazugehören oder nicht? Heute Abend mein erster Ausflug. Ich habe heute das Gefühl, wieder zu Ihnen zu gehören. Und das macht mich glücklich. Danke. Es ist sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit. Am 10. Februar 1987 stirbt Hans Rosenthal im Alter von 61 Jahren. Prominenz erweist ihm die letzte Ehre. Wie Rosenthal alles im Leben geplant hat, so hat er auch sein Ende geplant. Sogar seine eigene Trauerfeier im Sender Rias hat er selbst organisiert. Wie bei einem Staatsbegräbnis werden Straßen abgesperrt. Eine Medienmeute drängt sich auf dem jüdischen Friedhof Heerstraße, wo er ein Ehrengrab erhält. Das Publikum trauert um den beliebten Entertainer, um sein Hänschen.